Vom Stolz zur Versöhnung. Apostelgeschichte, Kapitel 15, Verse 37 bis 39. Barnabas aber wollte, dass sie auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es nicht für richtig, jemanden mitzunehmen, der sie in Pamphylien verlassen hatte und nicht mit ihnen ans Werk gegangen war. Und sie kamen scharf aneinander, so dass sie sich trennten. Es ist auch irgendwie tröstend, wenn wir in der Bibel lesen, dass auch zwischen gesegneten Dienern Gottes, Barnabas und Paulus, in manchen persönlichen Punkten Uneinigkeit besteht und man sich dann kurzzeitig auch aus dem Weg geht, weil man auf keinen gemeinsamen Nenner kommt. Das ist im Text ganz sicher nicht beispielhaft zur Nachahmung erwähnt, aber durchaus als Hinweis, dass auch gläubige Menschen eben keine Heiliggeistmaschinen sind oder in allem immer recht haben und eben durchaus auch so manche Charakterschwächen haben und ebenso in ihren Meinungen manchmal kontrovers oder auch übermotiviert sein können. In Sprüche 13, 10 lesen wir: Unter den Übermütigen ist immer Streit, aber Weisheit ist bei denen, die sich raten lassen. Sowohl der aus Zypern stammende Barnabas als auch der gelehrte Völkerapostel Paulus aus Tarsus waren kompetent und gestandene Nachfolger Jesu. Er, Barnabas, war ein trefflicher Mann und voll Heiligen Geistes und Glaubens. Apostelgeschichte 11,20. Da ist wohl immer auch die Gefahr, dass man meint, es nicht mehr nötig zu haben, dass man korrigiert und ermahnt wird. Barnabas war es nämlich, der Paulus vormals bei den Aposteln einführte, nachdem er anfangs viel Misstrauen empfing, aufgrund seiner Rolle als Christenverfolger vor seiner Bekehrung. Das war allen noch gut in Erinnerung. Es ist auch natürlicherweise so, dass man seinen Freunden gegenüber wohl auch großzügiger und toleranter ist, als wenn die Verbindung nicht so eng ist. Und das war wohl bei Barnabas mit Johannes so gewesen, als auch bei Paulus mit Silas. Wir lesen aber auch, dass Paulus und Johannes letztlich dann doch sich wieder völlig eins waren und sich vertrauten und sich versöhnten. 2. Timotheus 4,11. Die Wege, die man im Grunde gemeinsam geht, können auch mal einen scheinbaren Umweg beinhalten oder auch mit Anlaufschwierigkeiten gepflastert sein. Oder für manches ist eben noch nicht der richtige Zeitpunkt gekommen. Wenn am Ende die gemeinsame Linie wieder beschritten wird und man dabei etwas gelernt hat, sind auch manche Auseinandersetzungen nicht überflüssig. William MacDonald schreibt zu dieser Begebenheit in seinem Bibelkommentar Folgendes: Nun war die Zeit reif für die zweite Missionsreise. Paulus schnitt das Thema bei Barnabas an und schlug vor, dass sie nochmals die Städte besuchen sollten, in denen sie das Wort des Herrn verkündigt hatten. Als Barnabas darauf bestand, dass Markus, sein Vetter, sie begleiten solle, war Paulus ganz energisch dagegen. Er erinnerte sich nur zu genau, wie Markus aus Pamphylien von ihnen gewichen war, und zweifellos fürchtete er eine Wiederholung. Die Erbitterung zwischen Paulus und Barnabas wurde so schlimm, dass diese beiden ehrenhaften Diener des Herrn sich voneinander trennten und Barnabas den Markus mitnahm und nach Zypern segelte. Dort war er geboren und das war auch die erste Station auf der ersten Missionsreise gewesen. Paulus aber wählte sich Silas und durchzog Syrien und Zilizien und befestigte die Gemeinden. Die Verse 36 und 41 geben uns zusätzlichen Einblick in den echten Hirtengeist des Paulus. Seine liebevolle Sorge für das Volk Gottes wurde einmal von einem bekannten Lehrer nachempfunden, der sagte, dass er wohl eher einen Heiligen im Werk des Dienstes vervollkommenen als Hunderte von Menschen zu einem Leben mit Jesus Christus rufen wolle. An diesem Punkt erhebt sich unausweichlich die Frage, wer hat hier recht, Paulus oder Barnabas?
Sicherlich lagen die Fehler auf beiden Seiten. Vielleicht gestattete Barnabas seiner Urteilskraft durch seine natürliche Verbindung mit Markus getrübt zu werden. In Vers 39 heißt es, dass eine Erbitterung zwischen Paulus und Barnabas entstanden war. Jedenfalls ist es ermutigend zu sehen, dass Markus schließlich doch noch zu seinem Auftrag zurückfand und das Vertrauen des Paulus auch völlig wieder gewann. Soweit. Auch wenn wir im Geist und im Recht sind, so können wir uns dennoch in manchen Dingen unterordnen und müssen auch lernen, manches zuerst einmal stehen zu lassen. Bei Paulus und Barnabas ging es nicht um heilsgeschichtliche Inhalte, sondern um Personen. Paulus vermisste bei Johannes den missionarischen Eifer, weil dieser schon einmal bei der ersten Missionsreise, wie gelesen, sich davongemacht hatte, als es darum ging, ans Werk zu gehen. Warum auch immer. Apostelgeschichte 13,13. Kennen wir nicht auch solche Situationen, dass wir jemanden aufgrund seiner vergangenen Versäumnisse oder anderen Entscheidungen für ungeeignet halten, dieses oder jenes zu tun? Aber sehen wir das immer richtig? Wer nicht gleich von 0 auf 100 kommt, ist der von vornherein die falsche Person für eine Aufgabe? Ich denke nicht. Gott ist ein Gott der neuen Anfänge und manches Zögern und Umkehren hat auch den Sinn und Zweck, dass wir uns neu ausrichten können, um bei nächster Gelegenheit umso kompetenter und zielstrebiger unseren Dienst zum Segen ausführen. Und dazu braucht man eben manchmal auch mehr Raum und Zeit, als man sich vielleicht einander zugestehen möchte. Beispiele dafür gibt es genug, wie bei Mose, der anfangs einen schweren Stand hatte, bei seinen eigenen Leuten, 2. Mose 5, 20 bis 22, und sogar zum Mörder wurde, 2. Mose 2, 12. Oder auch Petrus, der an seine Grenzen geführt wurde und sich selbst als Versager sah. Jesus sagte in Lukas 22, Verse 31 und 32 zu ihm: Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Enttäuschungen und so manche Grenzerfahrungen, auch gerade untereinander, wenn wir menschlicherweise auf unsere Defizite hingewiesen werden oder unsere Grenzen wahrnehmen oder gezeigt bekommen, solche Dinge müssen nicht zwangsläufig ein Schritt zurück sein, sondern haben für einen aufrichtigen Christen auch immer das Potenzial, gestärkt zu werden und letztlich klüger und weiser zu werden und die Sache besser zu machen und mit einer neuen Perspektive, mit einer neuen Einstellung, mit einer neuen Sicht der Dinge. Und das haben wir in manchen Momenten und Situationen immer nötig. Wir müssen auch verstehen und lernen, dass alles seine Zeit hat und wir eben oft nicht den Überblick haben, wann etwas richtig oder nicht richtig ist, wann etwas gesagt, getan werden muss und wann eher nicht, wann es sinnvoll wäre, noch etwas zu warten und wann es sinnvoll wäre, eben nicht zu warten. Das sind alles Dinge, die wissen wir nicht. Die müssen wir einfach auch von Gott erbeten und uns vielleicht auch von manchen Glaubensgeschwistern einmal etwas sagen lassen und das dann sicherlich auch in einer rechten und positiven Einstellung. Gott segne, behüte und bewahre euch, erführe und leite euch im Heiligen Geist und stärke euch in eurem Glauben. Amen. Thank you.